Hallo und recht herzlich willkommen zurück, liebe Far Cry-Freunde. Wir zocken weiter Far Cry 4 und wir haben einen Auftrag für Moor übernommen und müssen jetzt nur The Blur töten. Und nur ihre Familie retten. Ja, super. Ich könnte diesen Nurwitz den ganzen Tag heißen, aber ich glaube, ich lasse es jetzt erstmal bleiben. So, wir müssen mal gucken, wo müssen wir hin? 3000 Meter in welche Richtung denn? 3000 Meter ist verdammt weit. Da müssen wir hin. Das ist unser aktuelles Ziel. Und dafür brauchen wir aber irgendwie... Das schreit doch irgendwie quasi nach einer Schnellreise. Na da. Ashram der sieben Schätze. Na, kommen wir noch näher ran, ne? Ja, hier. Die Kyratea-Terrassen. Schnellreise darüber und dann können wir uns noch mal kurz im Waffenschrank umgucken nach ein paar leisen Waffen und dann können wir, übrigens, ich habe mir einen frischen Kaffee geholt und dann können wir gucken, was wir tun können. So, Kaffee läuft. Waffenschrank, Munition voll. So, Waffen, Seitenwaffen. Da haben wir, ich glaube, den Granatwerfer dabei, ne? Dann haben wir hier das M700 einstecken und hier die Warrior. Die ist ja auch schallgedämpft. Das müsste theoretisch, ich glaube, wir probieren noch mal kurz was anderes. Wir lassen die Schrotflinte hier. Die wählen wir aus. So, die Warrior, die setzen wir nach da. Tauschen quasi die Schrotflinte dagegen aus und nehmen noch den Bogen mit. Wer weiß, wofür wir ihn brauchen. Den setzen wir dahin. Ja. So, gucken wir mal, was wir hier für Visiere haben. Reflexvisier, Scharfschützen, Zielfernrohr. Das setzen wir da jetzt mal drauf. Dann können wir vielleicht ein bisschen auf Entfernung was machen. So, jetzt haben wir den ein bisschen umgebaut. Und wir machen natürlich vorher wieder unsere Taschen leer. So. Und jetzt machen wir uns auf und infiltrieren das Lagerhaus. Hallo Elefanten. Jetzt haben wir hier ein Scharfschützenzielfernrohr drauf. Das ist ja cool. So, andere Waffe. Ich glaube, wir nehmen die. Die ist gut. So, es sind nur ein paar hundert Meter bis darüber. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir da am besten dann vorangehen. Wir schleichen uns am besten rein da. Nein, das Kammerereignis lasse ich jetzt links liegen, weil es ja sowieso gerade links liegt. AJ, hast du meine Familie schon? Noch nicht nur, aber ich bin auf dem Weg zu ihr. Okay. Siehst du, du musst dich reinschleichen, das ist wichtig. Paul ist eine Ratte und Ratten finden immer einen Weg vom sinkenden Schiff. Er darf keinen Verdacht schöpfen, bis es zu spät ist. Und vergiss nicht, AJ, er schmeißt eine Party. Finde raus, wo er sein Frischfleisch entführt und schleich dich mit ihm rein. So, das scheint das Lagerhaus zu sein. Da ist ganz schön was los. Und ich glaube, wir versuchen es mal von der anderen Seite. Ich hoffe, dass mir jetzt hier kein Tier beim Weg läuft, welches ich einfach so erschießen muss. Wir sollen uns ja reinschleichen. Das werden wir jetzt auch versuchen. Und gucken mal, wie wir jetzt von hier aus da vielleicht am besten rankommen. Das heißt, wir gehen mal in den Schleichmodus. Und schauen uns jetzt hier mal an. Da kann man zumindest drüber klettern. Das sieht schon mal ganz gut aus. Da kämen wir aufs Dach. Bringt mir das was, wenn ich aufs Dach... Oh. Bogen. Da ist ein Loch im Zaun. Das würde ich gerne nehmen.
Aber vorher musste er sterben. Dann können wir tatsächlich dieses Loch im Zäunchen nehmen. Und ich hoffe, der da drüben sieht ihn nicht. Aha, gefangen im Lagerhaus. Der Kommandant will keinen Außenposten mehr verlieren. So. Jetzt sind wir erstmal hier rein. Und hier komme ich ins Lagerhaus. Da sind noch Wurfmesser. Schleich dich in den Truck. Wurfmesser habe ich aber voll. Aber auf die könnten wir auch mal umwechseln, ne? Was denn jetzt? Ah, der Truck steht Gott sei Dank sehr nah dran. Kann ich dich durchsuchen? Nein. Okay, wir wollen in den Truck. Halten zum Einsteigen. Wir sind im Truck. Das war jetzt relativ einfach. Und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Amita, jetzt hole ich mir Paul. Es ist sehr gefährlich, AJ. Wir wollen ihn lebend, um ihn zu verurteilen, aber sei vorsichtig. Und mach Fotos von seinen Verhörzimmern. Die Menschen müssen sehen, was dieses Monster getan hat. Und AJ, pass auf dich auf. Lass dich nicht schnappen. Okay. Ich weiß nicht, wo wir jetzt sind. Ob das hier diese Stadt der Schmerzen ist. So, da stehen drei. Wir sollen Fotos von den Verhörzimmern machen. Oh, da stehen auch noch eine ganze Reihe. So. Jetzt muss ich mich hier auf der Karte erstmal ein bisschen schlau machen. Ja, mal gucken, wo sind denn hier diese Verhörzimmer? Wir sind tatsächlich in der Stadt der Schmerzen. So, das heißt, wir müssen dahin, dahin und dahin. Okay, dann versuchen wir es mal als erstes hier drüben lang. Oh, hier steht Munition. Raketen, jawohl. Die scheinen nicht sehr freundlich zu sein mit, die sehen mich. Die scheinen nicht sehr freundlich zu sein mit den Leuten, die hier so, quasi da sind. Aber wir müssen irgendwie da hinten rüber. So. Ich möchte natürlich nicht gesehen werden. Am liebsten wäre mir das, wenn wir diese Mission schaffen. A, beim ersten Anlauf. Und B, ohne von irgendwem gesehen zu werden. Und ohne viel Aufsehen zu erregen. Das fände ich persönlich am großartigsten. Ich kann unmöglich da drei Stück auf einmal erledigen. Also erstmal hier hoch. So, wir sind drin. Da steht noch wieder einer. Bist du alleine? Sieht so aus, ne? Verstecke die Leichen. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Aber wo? Ah, warte mal, hier ist ja schon das Erste. Ich stehe ja schon daneben. Ah, hier. Oh Mann. 200, die auf die junge Frau aufpassen. Zack. Foto gemacht. So, wieder runter.
Und hier müssen wir noch die Leiche verstecken, bevor da jetzt hier einer langkommt. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Außerdem will ich meinen Pfeil gerne wieder haben. So, den kann man vielleicht hier vorne hinter den Fässern verstecken. So, der wäre beseitigt. Weiter geht's. Wohin? Wir müssen noch auf die andere Seite. Vielleicht sollten wir den Weg wieder zurückgehen, den wir genommen haben. Und schauen mal, ob wir da von der anderen Seite hinkommen. Da oben kommen wir wohl kaum durch. Da ist aber jetzt doch nur noch einer, oder? Da war jetzt, glaube ich, nur noch einer. Das würde ja quasi für uns sprechen. So, schauen wir mal, ob wir auf der anderen Seite irgendwie vorankommen. Da läuft einer. Laufen da noch mehr? Muss nur aufpassen, dass ich jetzt hier nicht wieder aus Versehen auf irgendeinen falschen Knopf drücke. Zwei Hunde. Hunde mag ich persönlich gar nicht. Genauso wie ich große Fische nicht mag. Da kommen wir hoch. Das ist doch schon mal ein Anfang. So, dann hier hoch. Und jetzt gucken wir mal weiter hier. Wir schleichen uns hinterm Haus lang. Das ist immer gut. Durchs Gebüsch, dann sehe ich nämlich auch nichts. Hier lief vor in einer Patrouille. Der darf mich nicht sehen. So, die Buben da dürfen mich theoretisch auch nicht sehen. Und wieder in Schleichmodus. Oh! Den beseitigen wir. Und denk dran, verstecke die Leichen. Icebox, versteck die Leichen. Ja, ja, ich weiß, ich muss die Leichen verstecken. Ich weiß aber noch nicht wie. Vor allen Dingen weiß ich auch nicht wo. Und Mann, Mann, Mann. So, wir nehmen den mal gerade auf. Und schmeißen den hier ins Dunkle. So, wie weit muss man denn jetzt hier noch? Ist noch ein Stück in die Richtung. Also auch hier hoch. Warte mal. Was macht der denn da? Feierst du? Komm. Boah, jetzt grölen die hier rum. Die machen Party. Ja. So, wir gehen hier lang. Die machen auch Party. Boah, vier Stück. Alter Vater. Aber ich muss auch gar nicht da lang. Ich muss irgendwo hier drüben rüber. Der hätte mich fast gesehen. Hat nicht viel gefehlt. Boah, hängen die Buben da auf für euch. Ich könnte natürlich jetzt eine Granate darüber pfeffern. Damit hätten wir quasi alle ausgeschaltet. Aber dann haben wir auch hier richtig Theater am Gang. Wir könnten mal versuchen, hier hoch zu klettern. Ist ganz schön hell. Nee.
Kommen wir leider nicht. Ah, dumm. So, Haken lösen. Wo müssen wir denn jetzt hier hin? Das scheint auch oben irgendwo zu sein. Die feiern immer noch ihre Party. Ah, da komme ich hoch. So, hier hoch. Oh, das ist gerade richtig, richtig spannend. Weil ich keine Ahnung habe. Ah, guck mal. Das hier scheint irgendwo eins von den Verhörzimmern zu sein. Ah ja, prima. Hier kann man durchs Dach fotografieren. Den würde ich ja gerne. Was würde ich denn gerne? So, wo ist das zweite? Hier drüben. Wie kommen wir da hin? Kann ich da jetzt vom Dach aufs Dach springen? Komm. Hoch. Ah, nein, gescheitert. The Plur wurde alarmiert. Ich bin gesehen worden beim Rüberspringen. Alles nochmal neu machen. Na super. Nee, warte. Ah, guck mal. Wir sind wieder hier. Das ist gut. Das heißt, wir brauchen theoretisch... Der Arsch hat mich gesehen, ne? Gucken, ob ich das hinkriege. Verstecke die Leichen. Ja, verstecke die Leichen. Also runter. Au! Das war dumm. Das hat wehgetan. So. Die sind hier alle am Feiern, aber ich glaube, die sind da oben noch, ne? Halten zum Durchsuchen. So, und den tragen wir jetzt natürlich auch ins Dunkle. Wo ihn hoffentlich keiner findet. So. Wo müssen wir jetzt hin? Das ist dieses Zimmer hier. Also dieses Haus. Dieser Zimmer. Dieses Haus, aber... Aber wohin da? Wie viele seid ihr? Zwei, okay. Da ist das Zimmer. Wie komme ich denn da hin? Ah, wartet mal. Vielleicht kann ich vom Dach gegenüber ein Foto schießen. Aber dafür muss ich erstmal irgendwie da hochkommen jetzt. Hm. Kann ich eigentlich diesen Doppel-Takedown? Hatten wir da was gemacht? Messerwurf-Takedown. R2. Beute-Takedown. Beim Sprinten nachladen. Ziehen-Takedown. Tod von unten. Tod von oben. Ja, gut. Mal gucken, ob das mit dem Steinchen noch funktioniert. Ja, geht mal gucken. So. Das hat ja super funktioniert. Hier können wir runter. Da können wir quasi hoch. Da. Da geht's hoch. Dann versuchen wir das doch mal. Ob wir wohl von diesem Häuschen ein Bildchen machen können. So, die zwei stehen wieder da. Aber die dürften mich ja hier nicht sehen, dank der Wolle. Oh je.
Okay, die Fotos hätten wir. Amita, ich hab deine Fotos. Paul ist echt ein krankes Schwein. Ja. Ich kann es mir kaum vorstellen, AJ. Wenn es etwas Gutes daran gibt, dann, dass wir es benutzen können, um Pagans Lügen zu zerstören. Bleib nicht hab ich nicht dort, vor. Betritt Deplörs Büro. Ja, nee, ist klar. Ja. Deplörs Büro machen wir dann in der nächsten Folge. Für heute soll es das gewesen sein. Wir haben die drei Verhörzimmer fotografiert. Das war schon anstrengend und actionreich genug für mich. Und jetzt werden wir uns dann mal in Paul Deplörs Büro schleichen und schauen, was der gute Mann uns zu erzählen hat. Das seht ihr morgen. Ich mache es jetzt noch hinten dran. Wenn euch das Video gefallen hat, denkt dran, Daumen nach oben, Kanal abonnieren, Video teilen. Ich bin für heute raus. Bis morgen.